YouTube hat deine Inhalte entfernt. Aber erst einmal hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 22. Kalenderwoche. Könnt ihr euch noch an den 19. August 2017 erinnern? Da gab's meinerseits mehrere Vergehen gegen die Community-Richtlinien auf YouTube und da wurden mir ein paar Formel-1-Folgen gesperrt. Also vom Spiel. Und nach, ich weiß gar nicht mehr so genau, einer oder anderthalb Wochen wurden die dann einfach, nachdem ich Einspruch eingelegt habe, wieder freigegeben. Und sowas Ähnliches ist zumindest jetzt wieder passiert. Damals war es so, dass da gerade eine Welle bei dem automatischen Algorithmus von YouTube durchging und eben auch andere Kanäle betroffen waren. Und jetzt habe ich zumindest nichts dergleichen gehört. Und bei mir ist es auch nur ein Video und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann steht in der E-Mail erstmal ganz oben: Hallo 96, unser Team hat deine Inhalte geprüft und leider festgestellt, dass sie gegen unsere Richtlinien zu schädlichen und gefährlichen Inhalten verstoßen. Die folgenden Inhalte wurden von YouTube entfernt. Eben das Download- und Installationsvideo zu Grand Prix 4 und erstmal klingt schädlich und gefährliche Inhalte natürlich ganz schön hart. Wenn man aber weiter unten liest, dazu kommen wir gleich, wird es dann schon etwas konkreter und auch, wie ich, muss ich selbst zugestehen, verständlicher. Wir können verstehen, wenn du deswegen jetzt möglicherweise enttäuscht bist. Wichtig ist uns dabei aber vor allem, dass YouTube eine sichere Plattform für alle Nutzer ist. Deshalb löschen wir Inhalte, die gegen unsere Richtlinien verstoßen. Wenn du der Meinung bist, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt, kannst du Beschwerde einlegen und wir prüfen den Fall noch einmal. Mehr Details findest du weiter unten. Und jetzt kommt eben der entscheidende Teil: Wie verstoßen deine Inhalte gegen die Richtlinien? Inhalte, in denen gezeigt wird, wie man sich unberechtigterweise kostenlos Zugriff auf Audio- oder audiovisuelle Inhalte, Vollversionen von Videospielen, Software oder Streamingdienste verschaffen kann, für die normalerweise Gebühren anfallen, sind auf YouTube nicht erlaubt. Ja, hupsi. Wenn ich da oben lese Grand Prix 4 Download, dann habe ich eben genau dagegen verstoßen. Dies gilt für Videos, Videobeschreibungen, Kommentare, Livestreams sowie für alle anderen YouTube-Produkte und Funktionen. Beachte bitte, dass das keine vollständige Liste ist. Und wenn man eben den Videotitel sieht und dann eben auch, was ich da gezeigt und angesprochen habe, wie man eben an Grand Prix 4 nach all den Jahren noch kommen kann, dann muss ich eben gestehen, ja, das verstößt, wenn ich es eben so einfach hier lese oder wie wir es einfach gerade uns zu Gemüte geführt haben, gegen die Richtlinien. Kommt natürlich etwas spät, aber der automatische Algorithmus, wieso überhaupt automatisch, Algorithmus ist ja eher doppelt gemoppelt, der Algorithmus von YouTube hat es eben erst jetzt erkannt und ja, deswegen werde ich mir da was überlegen, ich werde dann einfach nur die Installation von Grand Prix 4 unter Windows zeigen. Wie man dann daran kommt, das ist dann einfach jedem selbst überlassen, aber was mir dabei wichtig ist, das Video hat ziemlich viele Aufrufe bekommen und auch einige Kommentare, wo sich einfach bedankt wurde, dass ich einfach Grand Prix 4 in der heutigen Zeit einfach nochmal Gehör verschafft habe und wo auch gesagt wurde, hey, dieses großartige Spiel, ja, tolle Erinnerung und das spielt sich immer noch super, das ist mir sehr viel wert und das war eben das, was mir an diesem Video besonders wichtig war, einfach diese Aufmerksamkeit für Grand Prix 4 zu schaffen. Das will ich weiterhin, denn das Spiel ist in meinen Augen einfach großartig und da will ich einfach für sorgen, dass so viele wie möglich von dem Spiel einfach mitbekommen, wie man an das Spiel kommt, ob man vielleicht eine Version dann bei eBay oder so als gebraucht für einen Zehner kauft oder andere Wege findet. Das ist dann einfach jedem selbst überlassen und ja, das werde ich dann einfach in dem nächsten Video dann einfach nicht ansprechen, damit es einfach nicht gegen die Richtlinien zu schädlichen und gefährlichen Inhalten verstößt. Mein erster Gedanke war, als ich gelesen habe, Richtlinien zu schädlichen und gefährlichen Inhalten, dass vielleicht Codemasters, ja, das als schädlich und gefährlich einstuft, weil das ist ein großartiges Spiel aus dem Jahr 2002 und es macht den aktuellen Ablegern, wie ich finde, einfach mehr als nur Konkurrenz und dass es deswegen als solches eingestuft wurde. Aber ist, wenn man sich das eben, was ich gerade vorgelesen habe, einfach vor Augen führt, dann doch eben ganz anders und wie ich finde eben auch berechtigt.
Ihr habt es in der E-Mail gesehen, das war jetzt gerade mal bloß eine Verwarnung und als nächstes würde es dann eben die gelbe Karte geben, dann die orangene Karte. Naja, beim Fußball sieht das dann doch etwas anders aus, aber ich hätte noch ein paar Chancen, bevor der Kanal komplett zugrunde geht. Und deswegen, und daran hat sich nichts geändert, muss ich in den nächsten 90 Tagen einfach aufpassen, dass ich nicht nochmal mir so ein Fauxpas erlaube, denn dies ist nur eine Warnung. Wenn du allerdings noch einmal gegen die Richtlinien verstößt, wird dein Kanal verwarnt und du kannst eine Woche lang keine Inhalte hochladen, Beiträge posten oder Livestreams erstellen. Eine Woche lang keine Inhalte hochladen. Wenn man es wirklich wortwörtlich nimmt, dann heißt das, ich habe oben nicht mehr den Video-Hochladeknopf. Wäre ja gar nicht so schlimm, denn ich lade die Videos ja alle im Voraus hoch. Also bei Rainbow Six Siege noch mehrere Monate, bei Grand Prix 4 mehrere Wochen und auch bei aktuell Far Cry sind es ja mehrere Wochen. Nur das Wort zum Sonntag könnte zum Problem werden, außer ich lade es schon immer anderthalb Wochen vorher hoch, aber wäre eine Möglichkeit, einfacher wäre es einfach genauer darauf zu achten, was man so auf YouTube hochlädt. Also ja, wenn man es denn wortwörtlich nimmt, dann wäre das dieses eine Woche lang keine Inhalte hochladen und so weiter und so fort gar nicht so schlimm, außer fürs Wort zum Sonntag. Aber so weit muss man es ja gar nicht kommen lassen. Ich werde nach aktuellem Stand keinen Einspruch gegen diesen Verstoß oder gegen dieses Entfernen einlegen, denn wenn ich es eben, so ehrlich muss ich sein, ich habe es ja gerade, sage ich wieder, vorgelesen, dann trifft das schon ganz gut, das, was YouTube beschrieben hat, dass ich da schon verstoßen habe und deswegen, ob ich es in den nächsten Wochen schaffe, vielleicht erst in den nächsten Monaten oder ich kürze das Video, was ich schon gemacht habe, runter. Ich glaube, wenn, dann mache ich es lieber nochmal komplett neu. Ich will, wie gesagt, auf jeden Fall Grand Prix 4 mit dem Installieren unter Windows 10 auf jeden Fall eine neue Chance geben, denn allen voran will ich einfach, dass Grand Prix 4 Aufmerksamkeit bekommt, die es einfach verdient, und wenn der ein oder andere Probleme damit hat, das Spiel zum Laufen zu bekommen, man muss dafür ja nicht viel machen, wenn ihr euch noch an das Video erinnern könnt. Dennoch ist es einfach eine Stütze, und wenn das einfach dazu führt, dass mehr Grand Prix 4 im Jahr 2023 und fortlaufend gespielt wird, dann hat das Video einfach seinen Zweck erfüllt, wenn ich damit einfach andere glücklich machen kann, weil sie ihr geliebtes Grand Prix 4 wieder spielen können oder weil sie es einfach zum ersten Mal erleben können, dann ist mir das auf jeden Fall allemal und mehr als wert. Aber wie immer ist es eine Frage der Zeit, und ja, Zeit muss man sich einfach nehmen, aber das ist manchmal im Alltag eben gar nicht so einfach, und in erster Linie muss einfach das Tagesprogramm laufen, also bestenfalls eben die drei Uhrzeiten, sprich aktuell 16, 17 und 18 Uhr mit dem Regenbogenspiel, mit Grand Prix 4 und eben mit aktuell auch Far Cry. Wenn ich zum Beispiel an Grand Prix 4 denke, dann gibt es ja immer noch dieses Soundtrack-Video, was ich schon seit vielen Monaten gemacht haben wollte. Und auch noch ein paar Sachen zu Life is Strange. Und ja, die Sachen liegen alle noch bei mir auf dem Plan, respektive die Rohdateien für die Videos auf der Festplatte. Müsste ich auch mal angehen, aber wie ich es gerade angesprochen habe, es ist eben eine Frage der Zeit. Zeit hat man 24 Stunden am Tag, und dann ist es halt die Frage, wofür nimmt man sich jede einzelne Minute einfach Zeit? Und wenn wir schon beim Zeitnehmen sind, dann werde ich mir jetzt eine knappe Minute Zeit nehmen, um euch einfach wieder eine wunderschöne neue nächste Woche zu wünschen. Habt einfach eine schöne Zeit, vielleicht beim Grand Prix 4 spielen und einfach sagen, Mann, was für ein geiles Spiel im Jahr 2023, oder beim Mitfiebern, ob wir es über die nächsten 90 Tage schaffen, ohne weitere Verwarnung. Aber egal, wie ihr eure Zeit verbringt, Hauptsache, ihr habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.